Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 15 Sekunden. Eine wichtige Info, und zwar gibt es heute ein Riesen-Update, ist somit dann das letzte Update vor der Season 18. Ich bin echt gespannt, was wir heute so Neues in das Update reinbekommen und in den Shop. Und vergesst nicht, auf den Abo-Button zu hauen. Kuss geht raus, let's go. Bitte was Gutes. Warum seid ihr schon wieder im Shop? Das war vor kurzem erst da gewesen, nichts Besonderes mehr. Was haben wir hier? Boah, der Shop sieht heute... Boah, der Shop ist heute ultra, ultra langweilig. Aber naja, schauen wir uns kurz mal das Bundle an. Ist jetzt hier wieder zurück. Sind ja diese ganzen Nike Jordan Skins, soweit ich weiß, haben 4 Stile. Ja, die Stile sind echt nicht schlecht. Also für 1,8 V-Bucks, 2 Skins mit 4 Stilen, kann man sich gönnen. Was haben wir hier? Männliche Variante sieht auch nicht schlecht aus. Einmal hier in Pink. Was haben wir noch? In Rot, oder? Nee, Gelb. Und die letzte Farbe wäre Rot. Ja, beide Skins, ganz chillig. Alles nicht einzeln kaufbar. Aber dafür haben wir hier Korbleger-Emote für 200 V-Bucks. Ist okay. Muckispiel. Ja, warum nicht? Ansonsten gibt es hier Ballkunst. Das Emote war mal selten, aber in letzter Zeit sehr oft da gewesen. Was haben wir sonst auch so im Shop? Haste ist wieder zurück. Hat insgesamt 4 Stile. Einmal Rot mit Hörnern und einmal Goldschwarz ohne Hörner und einmal mit goldenen Hörnern. Ja, ist ein cooler Skin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Passendes Backbling. Genau in denselben Farben und einmal Schwarz und Gold, oder? Ja, genau. Spitzhacke. Cooler Sound. Sehr, sehr nice. Gibt es hier genau in den 3 selben Farben. Dann haben wir hier Rote Ritterin. Ja, finde ich jetzt kein besonderer Skin. Ich frage mich, wann der Galaxy Skin in den Shop kommt, also der vom Cup, diese weibliche Variante, und zwar ganz genau die hier. Wann die hier in den Shop kommt, vielleicht in den nächsten paar Tagen. Spitzhacke fühle ich jetzt nicht mehr so. Da finde ich die gratis Spitzhacke besser. Die ist in Blau und war gratis. Was haben wir hier? Agent des Chaos. Ja, ja, ja. Immer noch stabiler Skin. Zweiter Stil gefällt mir irgendwie gar nicht. Passendes Backbling, ja, passt zum Skin, würde ich aber nicht spielen. Spitzhacke ultra nice, vor allem der Sound. Sehr cool. Passende Lackierung, ja, die ist auch heftig, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Übrigens, die ganzen Lackierungsskins sind somit heute dann rausgeflogen. Der Rest bleibt alles noch weiterhin im Shop. Finsterherz war mal echt ein cooler Skin, ist es eigentlich immer noch, aber schon verdammt, verdammt oft wurde die Dame in den Shop gehauen. Nebenbei schaue ich mal für euch nach, ob wir nicht was Seltenes haben. Ich gehe mal von Nein aus. Also Jordan Skins, 33 Tage alt. Genau dasselbe gilt für die Emotes. Ansonsten, nee, es sieht gerade noch schlecht aus. Das einzigste Seltene sind 72 Tage. Und das ist ganz genau der Skin hier. Das war somit mein erster Fortnite-Skin übrigens. Habe ich nach, ich glaube, ein paar Tagen wieder zurückgegeben. Keine Ahnung, wieso ich mir den gekauft habe. Was haben wir hier? Copyright Emote. Ja, ist in Ordnung. Ansonsten gibt es hier Scholik, das war ja mal ultra selten, aber zurück nach knapp 40 Tagen. Abfeiern, chilliges Emote. Und zu guter Letzt haben wir hier Jazzhände für 200 V-Bucks. Und dann beende ich hiermit das kurze Shop-Video.